Gott. Schambler? Als wären die anderen nicht schlimm genug. So ist wohl die Natur. Hm. Tja, dann ist die Natur ein Arschloch. Ja. Manchmal schon. Hm. Und ja, hier kann man sich direkt dran gewöhnen, an alle, die nicht so oft da sind. Ich esse die ganze Zeit eigentlich. Mhm. Meinst du, das ist eine absolute Lüge? Sonst ist hier nichts. Als ich gestern die ganze Zeit fragen wollte, was hast du dir denn alles bei Burger King gekauft? Hast die ganzen 3 Stunden irgendwie was im Mund gehabt? Ich hatte Nuggets, Chili Cheese Nuggets, so Hot Nuggets. Das war aber so ein Ding, was der Hausmeister zwischen uns beiden aufgeteilt hatte. Am Anfang hatte ich ein Sorted Caramel Hot Brownie-Gedöns und ein Burger. Aber ich habe die ganze Zeit halt hier Nuggets gegessen. Karamelleis? Nee, das ist wie so ein Hot Brownie mit flüssigem, salzigem Karamell. Das klingt so falsch, ja. Und wäre ich hier jetzt einfach so durchgekommen? Ja. Und Amon, hier klingt vieles einfach falsch. Hey, ich erinnere nur an die Wiener Würstchengeschichte. Die Frau vom Scar Graffiti. Ja. Warum die Wolves sie wohl Scars nennen? Nach dem Mist, den wir heute erlebt haben, will ich es gar nicht wissen. Ich auch nicht. Auf die treffen wir bestimmt nicht. Ich weiß und ich mag es. Mal dieses Zweideutige hier. Käffchen? Was haben wir denn hier? Hey Dewey, hast du schon den Code vergessen? Hol mir eine Limo und der Code gehört dir. Überlebenswunder in mutmaßlich verlassenem Vorort. Lower Queen Anne. Das Militär erlebt gestern eine Überraschung, als es auf eine ganze Gemeinde traf, die lebendig und unversehrt war. Während die umliegenden Stadtteile von Opfer der Cordyceps-Infektion, die unser Land erschüttert, völlig überrannt wurde, haben es diese Überlebenden ganz alleine geschafft. Sie von ihren Straßen und Häusern fernzuhalten. Diese Geschichte kann man nur als Wunder bezeichnen, zumal das Militär gerade in dem Moment eintraf, als ihre Lebensmittel endgültig zur Neige gingen. Die Einwohner der Gemeinde erklärten einhellig, ihr Überleben einer Frau zu verdanken, die, seit es zerrissen, als ein gewöhnlicher Prepper glücklicherweise lagerte sie in ihrem Bunker für ihre gesamte Nachbarschaft. Als wir fragten, was, antwortet, dass sie eine Vision der Katastrophe bezeichnet, den Ausbruch als göttliche Strah. Andere Überlebende stimmen zu, als es die Dunkelheit, sie führte uns in weiser Voraussicht gesamt. Sie wusste, dass wir uns tun mussten, war einfach. Als Soldat versucht, wollte dort bleiben, nur gebeten, das reichte ihnen dr noch nie dagegen Gefahr für die K weigert. Wobei, einzi wird im G. Aha.
Nee, ich glaube, die hat kein Cappuccino. Die Milch ist schlecht. Warte, lass mich noch mal gucken. Die Milch ist schlecht. Das ist das Problem. Deswegen gibt es kein Cappuccino. Frisch aus der Snackschublade. Ja! Die halben Meter langen Wiener Würstchen. So lang waren die gar nicht. Sprachfehler Lara. Sprachlerne bei Babbel. Ja. Ja, es tut mir leid. Ich nusche ein wenig. Ich reime mir meine Sachen immer so zusammen, wie ich sie gerade brauche. Egal, ob es richtig oder falsch ist. Scheiße. Schämler. Wir packen das. Dort rechts. Können die jetzt gucken oder sind die auch blind? Oh, hört sich das eklig an. Ich hoffe, die sind auch blind. Alles andere wäre einfach so unfassbar. Okay, ich glaube, die können sehen. Das ist natürlich schlecht. Okay, die können sehen, das ist sehr schlecht. Holy shit! Was ist mein Trinken da? Ich habe es gehasst, wenn auf einmal Gegner hinter dir waren. Das war, glaube ich, gerade nicht das Problem. Das Problem war eher, dass die Viecher, die Bloater können nämlich auch nicht sehen. Die Klicker können nicht sehen. Die einzigen, die dich sehen können, sind die Runner. Also die noch ein bisschen menschlich aussehen. Die können jetzt aber anscheinend auch sehen. Und das ist sehr schlecht. Und ich kann sie auch nicht einfach so töten. Also ich muss sie irgendwie erschießen oder verbrennen oder irgendwas jedenfalls mit dem machen. Und das ist sehr schlecht. Das ist wirklich schlecht. Ich weiß halt nicht, inwiefern die auf Licht reagieren.
du bist zu ekelhaft, ne? Achtung! Okay, ich wäre dann soweit, hier abzuhauen. Mhm. Ich auch. Lass mich eben noch mal gucken, ob ich irgendeine Nahkampfwaffe kriege. Okay, da sind wir reingekommen. Geht's auch nur so komisch rundrum? Das ist irgendwie nicht so geil gewesen. Stationer. Okay, da komme ich, glaube ich, raus. Soweit bin ich aber noch nicht. Ich will erst noch sammeln. Okay, hier geht's auch nicht weiter. Jetzt sind wir wieder am Anfang. Was ich ganz gut finde, ist, dass es nicht übertrieben viele Gegner sind. Aber es ist halt schon, huh. Ein bisschen, ne? Ach so. Sekunde. So. Mhm. Hier ist aber sonst nichts. Ich hätte gern eine Nahkampfwaffe. So ein Rohr oder so, was ich dann kurz präparieren kann. Was zur Hölle war hier los? Ich würde sagen, ein Zugunfall. Siri, vielen, vielen Dank für dein Follow. Dankeschön und herzlich willkommen. Moin an alle. Ja, moin zurück. Ich hoffe, dir geht's gut. Und schön, dass du hierher gefunden hast. Wir sind übrigens direkt zur Info in unserem ersten Playthrough. Heißt bitte keine Spoiler. Ja, ist normal. Huch. Reicht nicht. Wir spielen auf normal. Auf der PlayStation 4. Und... Oh nein. Ich frag mich, wie lange das Ganze, das ist das erste Mal. Sehr schön. Ich habe da oben Licht gesehen. Na dann hoch. Ich sah ein Licht am Ende des Tunnels. Das war etwas verstörend. Ja. Geralt hat gerade gefragt, wo ist Siri? Und im nächsten Moment taucht hier Siri auf. Schön. Oh, was haben wir da? Jewels.
Hallo Jules, ich hoffe immer noch, dass du kommst. Hier unten sind unglaublich viele Infizierte. Allmählich bewundere ich Zachary. Er ist ein guter Nahkämpfer und er hört einfach alles, was im Dunkeln herumkriecht. Fast wie eine Fledermaus. Außerdem betet er jeden Abend für seinen kranken Vater und stimmt in meine Gebete für diejenigen ein, die ich liebe und vermisse. Besonders dich. Wassermarsch sehr gerne. Ja, wer The Witcher 3 noch nicht gezockt hat, bitte spielen. Haben wir hier schon mal gespielt? Steht aktuell auf der Liste für wir machen 100%. Ein Satz sagt Zachary immer wieder, sie führe dich. Und an den Satz muss ich immer denken, wenn ich mich frage, was mit dir ist. Vielleicht gibt es ja irgendwas Größeres, irgendjemand Größeres, der über uns wacht. Ich klinge allmählich wie ein religiöser Spinner, was? Also, sie führe dich, Jules, auf eine schnelle und sichere Reise, Gray. Ah, das gefällt mir nicht. Ich bin kein Freund von diesen extrem religiösen Geschichten, ne? Also alles, was irgendwie extrem ist, bin ich kein Freund von. Ich finde, man sollte immer ein gutes Mittelmaß finden. Hey, das Licht kommt näher. Es kommt näher. Hey, ich helfe dir da hoch. Ja. 100% inklusive der beiden Erweiterungen? Yes. Es wird ein langes Projekt. Ich weiß auch noch nicht, wann ich das anfange. Aber wir haben ja noch so Kleinigkeiten wie Cyberpunk vor uns. Komm. Okay. Auf geht's. Hier geht's nicht gut. Schon fast geschafft. Ich habe ein schlechtes Gefühl bei Dina. Musst aber dann auf Todesmarsch spielen. Das ist der Plan. Das ist der Plan und der Death Counter wird sich freuen, weil der wird brennen. Ich habe schon wieder Uncharted Flashbacks. Ellie, deine Maske! Hier, wir können meine teilen. Nein, nein, nein! Diese Dinger! Ellie, stopp! Was? Nein! Ellie, nein! Stopp! Ich bin nicht infiziert. Bin immun. Ich huste nicht, siehst du? Dina. Aber Dina, wusstest du das doch schon? Kannst du laufen? Ja, den haben wir davor gespielt. Zum zweiten Mal. Also ja, kenne ich. Nein! Lauf, Dina! Okay. Also den ersten Teil haben wir jetzt gerade hier vorgespielt. Plus habe ich den, glaube ich, vor 2 Jahren oder so. Oder 2017 habe ich ihn das erste Mal gespielt. Also ja, den kenne ich. Den kenne ich auch sehr gut und war ultra begeistert. Und ich zieh weg. Los! Lauf, Dina! Ellie! Ich bin hier! Nicht weg von mir! Ich mag das nicht. Was für eine grässliche Szene. Ich glaube, ich muss das Spiel einen Tick leiser machen hier, ne? Ich glaube, das klippt so ein bisschen. Ich liebe diese Szene nach ruhigen Passagen. Ich hasse sie. Warum kann das Spiel nicht einfach die ganze Zeit ruhig sein? Warum? Warum muss es mich so quälen? Darauf erstmal ein Keks. Ah.
Dina! Auch mit dir. Mischen raus. Ui, lass es dir schmecken, Siri. Hey. Wir könnten uns im Theater da ausruhen. Das klingt absolut traumhaft. Ja. Hast geschafft. Oh, jetzt bleibe ich an der Ecke hängen. Ich hab dich. Ich hab kein gutes Gefühl bei Dina. Geht's? Okay, sieht gut aus. Na komm. Ich hab Angst um Dina. Entschuldigung. Willst du mir sagen, was mit dir los ist? Was mit mir los ist? Ellie, du hast gerade Sporen eingeatmet. Du weißt doch. Ich bin immun. Okay. Du bist immun? Ach komm. Ist auch richtig, ja. Ich wurde gebissen vor langer Zeit. Was zur Hölle redest du denn da? Ich wurde gebissen, Amon, ja, das glaube ich auch. Passiert. Maria und Tommy und Joel sind die einzigen, die es wissen. Wussten. Und jetzt du? Ich kann dich nicht infizieren, falls du das denkst. Ich kann dich auch nicht immun machen. Sag doch was. Ellie. Ich glaube, ich bin schwanger. Was? Was? Okay, ich habe mit allem gerechnet, aber was? Keine Sorge, es ist nicht deins. Was sollen wir denn jetzt machen? Holy shit. Ich muss mich noch kurz ausruhen. Soll das ein Witz sein? Wie lange weißt du's? Ich bin seit ein paar Wochen drüber. Ein paar Wochen? Wir hätten noch umkehren können. Ich wusste es nicht. Ich war mir nicht sicher, okay? Ich wollte keine Umstände machen. Aber jetzt machst du Umstände, oder? Hey, wow. Ich schaue nach, ob sie sicher ist. Ruh dich aus.